Vielen Dank. Ich möchte auch im Namen der Veranstalter euch alle begrüßen, dass ihr hier seid bei diesem kalten Wetter. Ganz Besonderes möchte ich auch die iranischen Teilnehmer an dieser Demonstration begrüßen. من مایلم هموطنان ایرانی که در این تظاهرات شرکت میکنن خیر مقدم بگم و خیلی ازشون تشکر کنم. Liebe Freundinnen und Freunde, der Präsident der Vereinigten Staaten erteilt den Befehl, die zweitwichtigste Persönlichkeit der Islamischen Republik im Iran in einem anderen Land, nämlich im Irak, die dazu noch auf offizielle Einladung der irakischen Regierung in einer Friedensmission unterwegs war, kaltblütig zu ermorden. Und die Bundeskanzlerin Angela Merkel, Außenminister Heiko Maas und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben es trotzdem fahrlässig unterlassen, den offensichtlich nicht mehr zurechnungsfähigen US-Präsidenten Donald Trump wegen seines Mordbefehls zu kritisieren. Mit der Ermordung von Qasem Soleimani verletzen die USA ohne Wenn und Aber sowohl das Völkerrecht wie die UN-Menschenrechtskonvention. Kein anderes Ereignis hätte so deutlich vor Augen führen können, dass unsere politischen Repräsentanten in Deutschland und in der Europäischen Union sich so erbärmlich und feige wie Vollzugsorgane der Satellitenstaaten der USA aufführen. Damit beleidigen sie in eklatanter Weise die Völker in Europa, die sie repräsentieren. Dass dies keinen öffentlichen Widerspruch hervorgerufen hat, liegt meines Erachtens an der andauernden systematischen Manipulation der öffentlichen Meinung durch die deutschen Leitmedien, die ihre journalistischen Pflichten zur Wahrheitssuche eklatant verletzen und ungeniert die Lügen und Propaganda der Nachrichtenagenturen aus den Vereinigten Staaten weiterverbreiten. Es ist an der Zeit, alles dran zu setzen, um die mediale Manipulationsmaschinerie zu entlarven. Das gehört zu unserer aller politischen Pflicht, wenn wir aus der Geschichte lernen und einen neuen Weltkrieg verhindern wollen. Hitler begründete 1939 den deutschen Überfall auf Polen und den Beginn des Zweiten Weltkrieges mit der dreisten Lüge, die polnische Armee hätte den deutschen Radiosender Gleitwitz angegriffen. Donald Trump lieferte die Rechtfertigung für seinen schändlichen Mordbefehl mit der ungeheuren Lüge, Qasem Soleimani, der in Wahrheit zu einer Friedensmission gerade in Bagdad eingetroffen war, wäre bei der Vorbereitung von Angriffen auf die US-Soldaten erwischt worden. Wenn die Welt, liebe Freundinnen und Freunde, trotzdem bisher um ein Haar an einem neuen Krieg und Flächenbrand vorbeigeschrammt ist, dann nur deshalb, und das gehört auch zur Wahrheit, weil die Führung der Islamischen Republik auf die kriegerische Provokation der USA besonnen reagiert hat. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, deswegen fand ich die Theatervorführung nur zum Teil
gelungen. Ich bin sehr dafür, dass wir dafür kämpfen, dass das iranische Atomabkommen gerettet wird. Ich hoffe, dass es passiert. Aber Gleichsetzung von USA und Iran widerspricht der Realität. Deswegen bin ich ein bisschen kritisch gegenüber dieser Vorführung. Inzwischen ist auch ganz klar, das muss man auch sagen, gerade heute, dass der ukrainische Flugzeugabsturz durch einen menschlichen Fehler der iranischen Armee verursacht worden ist. Das hätte die iranische Seite sofort eingestehen müssen und bekannt geben müssen. Für diese Katastrophe trägt meines Erachtens auch Donald Trump eine gewisse Mitverantwortung. Liebe Freundinnen und Freunde, man muss die Politik der theokratischen Herrschaft im Iran nicht gut finden. Und es gibt auch genug Gründe, ihr Handeln in der Innenpolitik, die ständigen Menschenrechtsverletzungen und vor allem die blutige Niederschlagung der Proteste mit mehreren hundert Toten im letzten November vorbehaltlos zu verurteilen. Ich bin in diesem Zusammenhang uneingeschränkt auf der Seite der Familien der Opfer und der gesamten Bevölkerung im Iran. Zur Wahrheit gehört ungeachtet dessen allerdings auch, dass die islamische Führung Irans schon 2001 begriff, dass die Kräfte der USA, um den militärindustriellen, finanz- und hegemonialen Komplex nach der Machtübernahme der Neokonservativen mit George W. Bush an der Spitze, das Ziel verfolgen, alle Staaten, Zentralstaaten im Mittleren Osten in schwache und US-hörige Kleinstaaten zu zerstückeln. Mit dem Ausbau von Al-Quds-Brigaden zu einer schlagkräftigen Miliz entwickelte Qasem Soleimani eine Gegenstrategie zur Verteidigung der nationalen Souveränität und territorialen Integrität des iranischen Staates und der iranischen Nachbarstaaten. In allen militärischen Auseinandersetzungen der USA und Israel, so 2006 in Libanon und 2017 in Syrien, gelang es Soleimani, den staatlichen Zusammenbruch dieser Staaten zu verhindern. Desgleichen gilt auch für die Verhinderung der Zerschlagung des irakischen Staates. Soleimani schaffte es, in diesem Zusammenhang und quasi im letzten Augenblick im September 2017 die irakischen Kurden davon zu überzeugen, keinen eigenen kurdischen Staat im Nordirak auszurufen und im Staatsverband des Iraks zu verbleiben. Vor allen Dingen war es Soleimani, der die zerstrittenen schiitischen Milizen im Irak zusammenführte und mit diesen die Truppen des sogenannten barbarischen Islamischen Staates, die 2016 bis in die Nähe von Bagdad vorgerückt waren, zurückzuschlagen. Soleimani wirkte später zusammen mit kurdischen Kräften und der Unterstützung der amerikanischen und russischen Luftwaffe entscheidend daran mit, in 2017 die IS-Kräfte aus Mosul im Irak und Aleppo in Syrien zu vertreiben. Und dies ist, liebe Freundinnen und Freunde, der Hauptgrund dafür, dass die USA und Israel und, was noch skandalöser ist, auch die Europäische Union sehr wahrscheinlich auf Treiben von Israel Soleimani auf die Liste der internationalen Terroristen setzte. Und die militärischen, diplomatischen Erfolge Qasem Soleimanis für die Sicherheit
des Irans erklären, weshalb deshalb dessen Ermordung auch die Regimegegner im Iran auf die Straße mobilisiert hat. Kein anderes Ereignis hätte so eindrucksvoll zeigen können, dass die große Mehrheit der Menschen im Iran zwischen den Interessen und Zielen der religiösen Herrschaft und der nationalen Souveränität sowie der Verteidigung ihres Heimatlandes sehr wohl zu unterscheiden wissen und sich weigert, für einen Krieg der USA und Israel gegen ihr eigenes Land instrumentalisieren zu lassen. Liebe Freundinnen und Freunde, die deutsche Bundesregierung hat sich durch ihr Schweigen zum eklatanten Bruch des Völkerrechts und der US-Menschenrechtskonvention anlässlich des verbrecherischen Mordbefehls des US-Präsidenten schuldig gemacht. Deshalb dürfen wir gerade angesichts der deutschen Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg nicht zulassen, dass sie, nämlich die Bundesregierung, auch noch einen Krieg der USA gegen Iran mitverantwortet. Daher rufen wir an dieser Stelle und heute die Bundesregierung auf, untersagen Sie, Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel, der US-Regierung unmissverständlich die weitere Nutzung amerikanischer Militäreinrichtungen auf deutschem Boden. Erklären Sie, Frau Bundeskanzlerin, schon heute öffentlich, dass Deutschland unter keinen Umständen an einem US-Krieg gegen Iran beteiligen wird. Ergreifen Sie, Frau Bundeskanzlerin und Außenminister Maas, die Initiative für eine Mittel- und Nahostkonferenz für regionale Kooperation und gemeinsame Sicherheit in der Region, wie dies die deutsche Friedensbewegung seit über 10 Jahren immer wieder gefordert hat. Danke.